Herzlich willkommen zurück, ihr schon coolen Freundinnen und Freunde der World of Warcraft. Mein Name heißt Andreas und ich begrüße euch zu der Folge 158 meiner Solo-Let's Play-Serie. Lasst uns Gold verdienen ohne Dragonflight mit einigen Challenges und Handicaps, die ich mir selber auferlegt habe, um das so casual-like wie möglich zu spielen. Das heißt wirklich in sehr restriktiven Rahmenbedingungen. Und das Ganze habe ich dokumentiert, einmal hier natürlich, indem ich die ganzen Goldbeträge festhalte und ich muss jetzt mal schauen, wo wir zum Schluss waren, 754.000 Gold, 203 Stunden gespielt, 3.716 echte Gold die Stunde haben wir und das Ganze habe ich hier auch festgehalten in meiner schon coolen Playliste, die ich euch wieder verlinke. Und vielen Dank an die Kanalmitglieder, die halten Vorabzugriffe. Und da sind jetzt nur noch drei Folgen tatsächlich Reserve. Denn zwischen dem letzten Video, ihr werdet davon jetzt nichts mitbekommen haben, zwischen Video 157 und jetzt 158 liegen, ich glaube, 4 Tage. Vier Tage oder 4 Nächte oder irgendwie so die Ecke. Es ist jetzt schon einige Tage her, das heißt, ich muss mich ein bisschen orientieren. Für euch ist es jetzt gar kein Unterschied, ja, die werden ja hintereinander freigegeben. Und dadurch habt ihr die ganze Zeit Content, aber ich habe jetzt wirklich meine Puffer, die ich jetzt brauchte, Ende März auch aufgebraucht. Insofern war ich jetzt froh, dass ich so viele Folgen schon mal online stellen konnte und nach freigeben konnte. Und ich muss jetzt wieder ein bisschen puffern und das Ganze geht jetzt weiter. Also das ist die Folge 158, die ich dann nachher hochlade und die Kanalmitglieder dann freigebe. Alles wird öffentlich, wichtiger Beitrag, wichtiger Hinweis, ganz zum Schluss. So, dadurch, dass ich jetzt die ganzen Tage offline war, bedeutet das automatisch, dass die Post voll ist. Es ist jetzt alles abgelaufen und dadurch brauche ich jetzt gar nicht ins AH gucken. Es ist jetzt tutti completi die Herausforderung, alles einzustellen. Euer Postfach ist voll, alles klar, alle seht ihr hier schon, ne? 27 Tage. 27, 28, 29, 30, ja, also 4 Tage habe ich jetzt gar nichts gemacht. Ja, also mal rein mit dem Fez. Immerhin, wir haben ein bisschen Daddel-Du-Kram verkauft. Ja, aber das ist natürlich jetzt über 4 Tage, sind 460 Gold ja noch gar nichts, ne? Das ist ja wohl klar, ja genau, da ist natürlich nichts gelistet, zur Überraschung von niemandem. Also dann mal rein hier mit der Suppe. Ja, und dann hatte ich mir überlegt, spiele ich ein bisschen mit dem Mönch jetzt nochmal irgendwie ein bisschen weiter. Ich hatte auch überlegt, ob ich Open World Farms mache mit dem Druiden, aber ich möchte das ganze Thema Leder nochmal irgendwie langsam ein bisschen so pushen. Da möchte ich weitermachen. Angeln könnte ich auch nochmal eine Runde. Aber das alles nach und nach, Leute. Das alles nach und nach. Jetzt heißt es erstmal wieder Content, 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 Content produzieren und immer an die Leser denken. Oder irgendwie sowas war da. So, hier sind schon sehr viele Sachen hier unterhalb des Mindestpreises. Gut, das können wir dann gleich machen. Obwohl, erstmal hier die anderen Sachen hier raus. Genau, 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 genau. Ein schönes Käffchen zum Wochenstart. Das ist schön. Das ist schon cool. Genau, einige Sachen sind dann hier natürlich doppelt. Das ist aber auch klar. Was ist denn eigentlich hier? Ich habe ja noch so ein paar. Was ist denn die Nagerschuppe? 266. Verdichteter Stein.
Eisenerz rund auf 2,41. Wow. Das ist ja schon fast tragisch. Ich hau die Sachen jetzt hier trotzdem rein. Für 19 Gold. Eigentlich müsste man die jetzt hier kaufen für 12. Egal. Wie gesagt, das ist hier alles Kleinkram. Das ist wirklich alles Kleinkram. Und, oha, die 99er Goldgegenstände. Das ist ja allerhand. Aber dann können wir ja auch tatsächlich schon mal ein bisschen gucken, welche Sachen denn nicht gelistet werden. Die Sumpfschlägerbrustplatte anscheinend nicht. Die grünen Eisenstulpen auch nicht. 1799. Glitschhaut, Makrele. Genau, die ordnen wir gleich mal zu. Erobererbeinplatten. 949. Die müssen wir zuordnen. Achso, bei 899 waren wir noch gar nicht durch hier. Marodeurs Tunika. Die muss auch raus. Und Teufelsstahlhelm. Teufelssteinhelm. Hier nicht nuscheln, ja. Rotwelpenhandschuhe. Ihr seht, also da ist jetzt nichts mehr groß an Goldwertschöpfung, ne? Genau, da stellen wir erstmal alles wieder rein. So, was machen wir denn mit denen? Oberbeinplatten. Dann packe ich die hier für die Hälfte des Marktwertes rein. So, hier die auch. Also des Regionsverkaufspreiswertes. 2,99. 99, das. Und so. Hier ist viel unter Mindestpreis. Da kommen wir dann nicht drum herum, dann nochmal zu gucken. Alle. Oh, da sind Sales. 6.000. Was haben wir denn verkauft? Ah, okay. Perennis-Stiefel. Na, immerhin. Immerhin. Ja, also ihr seht, der ganze kleine Daddelkram ist tatsächlich nicht mehr wirklich ergiebig. Kostet nur Minuten beim Nachstellen. Ja, bei sowas hier, diese 80, also ich. Ich glaube, sowas hängt sehr von dem EU-Preis ab. Ich hatte schon in den YouTube-Kommentaren dazu geschrieben, das sind Geschichten, sind so diese Novelty-Items. Das läuft eher auf Rollenspiel-Servern, wenn, ne? Also da wäre dann sowas wie Argent Token vielleicht im Vorteil einfach. Ja, oder die Aldor vielleicht. Das ist hier auf so einer Ökonomie, oh, ist das einfach schwierig hier für so eine Geschichte Verbündete zu finden, die den Quatsch kaufen.
Genau, dann gucken wir uns gleich mal hier wieder diese Übermax-Preissituation an. Um da den Abverkauf zu provozieren. Sind da tatsächlich einige. Also kaum bin ich ein paar Tage nicht da, seht ihr, dann ziehen die Leute halt über ihre TSM-Gruppen, beziehungsweise die Formeln, meistens sind sie einfach Formeln, ziehen sie das wieder höher. So, und ich unterlaufe das dann aber trotzdem so ein bisschen hier. Ja, schwer. Achso, das wollte ich hier verkaufen, ne? Wobei, das ist hier Verkaufspreis. Ah, 4 Gold 95, um die zu verkaufen, ne? Bei aller Liebe, Leute. Bei aller Liebe, das sehe ich tatsächlich nicht. Das sehe ich tatsächlich nicht. Genau, die verkaufen wir jetzt, also die haben wir jetzt über, seht ihr ja, abgelaufen. 51 mal abgelaufen, weg. Ja, also weg mit dem Quatsch. Muss man einfach sagen. So, bei solchen Sachen, da sind wir 3 Gold. Entzauberungspreis, die stellen wir mal so ein. Bei sowas hier, das ist für mich entzaubern. Reißzahnklinge, oh, ist auch schwierig. Ist auch schwierig tatsächlich. Die unterbieten wir mal normal. Das sind aber Sachen, glaube ich, die hier. Ach so, ja. Ihr kennt das ja schon jetzt hier, ne? Ausloggen, einloggen. Weil TSM ein bisschen rumzickt. So, entzaubern, entzaubern. Und ja, wenn ich mir das hier angucke, ne, das ist hier wirklich alles die nicht. Eleganter Reif, ja. Wenn man sich damit eigentlich rumschlagen, noch mit solchen Gegenständen, ne, das ist ja genau der Punkt hier. Ich glaube nicht. Ich glaube, aber die Sachen, die kann man hier bedenkenlos alle mittlerweile entzaubern. Auch das hier. Das war dafür 2,99 ein Gegenstand. Ja, weg. Das haue ich jetzt alles weg hier. Machen wir das Inventar ein klein bisschen leerer. Und ich sage euch ja schon, irgendwann zum Ende des Projekts, dann dumpe ich mal die ganzen Sachen, so, was ich an Handwerk habe. Dann gucken wir mal, ob man da nur noch 100 Gold rumliegen hatte, die man nicht liquidiert hat, oder sind es nachher wirklich 1000 Gold? Man vergisst da sehr gerne mal wirklich die Gildenbank durchzuflöhen und durchzuarbeiten. Ich habe ja keine Gildenbank, aber halt meine persönliche Bank, und da liegt dann einfach mit der Zeit bisweilen super viel Schrott. Super viel Schrott und 2 Gold 20 hier, das ist ja alles. So, daran wollte ich mich nochmal machen, was Nässerstoff angeht. Glutseide auch nochmal entspannt. Kann man auch nochmal gucken. Aber mit Cutter habe ich mich jetzt auch noch nicht weiter auseinandergesetzt. Also das muss irgendwann kommen. Hier Smaragd-Unterarmschienen. Ich glaube, die kann ich auch irgendwie verkaufen. Das ist das. So, die haue ich hier rein. Sonst sind wir immer noch nicht durch. Haben jetzt ein bisschen aufgeräumt. Und es kommt immer noch genug, was abgelaufen ist. Ja, und ich habe jetzt natürlich auch die Wochenend-Sales so nicht mitnehmen können, ne? Das ist auch irgendwie ärgerlich, aber.
So geht euch das dann ja auch, ne? Wenn man da private Termine hat, ist dann irgendwie unterwegs. Es verreist ein Wochenende. Dann ist das die Hard Reality. Und man kann nicht mitmatchen, weil nicht da. WoW-Zeit ist Gold. Also ihr seht, das hat dann erstaunlich wenig mit Köln zu tun, die Sachen im Auktionshaus zu haben, sondern die Zeit zu haben, das zu bewirtschaften. Man muss nichts können. Man muss wirklich nichts können. Man muss die Zeit haben. Zeit ist Gold. Wer viel Zeit hat, macht immer Gold. Ausnahmslos Gold. Beweis meine letzten 19 WoW-Jahre. Immer wenn ich viel Zeit hatte, habe ich unfassbar viel Gold gemacht. Und jetzt in so einem Casual-Konstrukt. Mega mühselig. Und dann auch nur noch mit einem Account. Was es dann sowieso noch ein bisschen schwieriger macht. Aber zumindest haben wir gleich wieder ein paar Sachen aussortiert, aufgeräumt. Gerade diesen ganzen Low-Level-Crap. Ja, ein paar Sachen, wir haben ja ein paar Sachen verkauft. Das freut mich hier. Ja. Ein bisschen was. Ein bisschen was. Was ist denn hier zurückgekommen? Ach, hier sind schon ganz viele Ork-Liga-Sachen zurückgekommen. Gucken wir mal, wie viele von diesen Sachen denn jetzt nochmal zugeordnet werden müssen. Aha, schweres Kopiethelm. Regionaler Verkaufspreis 4.449. Ach so, und Robles starb. Gut. Ja. So, um die Würmer kümmere ich mich jetzt im Moment nicht. Genau, dann hauen wir doch nochmal hier eine kleine Runde rein. Und dann haben wir tatsächlich eine ganze Menge konsolidiert. Dann wollen wir mal schauen. Was jetzt zum Schluss übrig bleibt im Inventar. Über Maxpreis hier, das wollen wir nicht hier. Bam, bam. Einiges hier über Max. Ja, das ist okay. Das auch. So, das aber nicht. So, dann machen wir mal hier einen schönen Reload. So, Anhänger der List. So, den entzauber ich jetzt hier. Da habe ich jetzt keine Lust mehr zu. Den entzauber ich auch. Den nicht. Den entzaubern wir auch. Hüterroben sind auch schon, die können wir wahrscheinlich nochmal wieder wegschicken. Grüner Ledergürtel ist schon im Auktionshaus, den natürlich nicht hier, diese Sachen. Ja, das kann auch weg. Geomantenstiefel, das ist alles Crap. Gute Observatoren ist auch Crap. Das ist halt Standardzeug, ne? Mit Crap meine ich immer, das sind einfach Sachen, die findet ihr so oft. Es lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich einfach nicht. Hier diesen ganzen grauen Quatsch hier, da kann ich auch ein bisschen was von verkaufen wieder. Weg.
So, dann haben wir zumindest ein klein bisschen hier. Ork-Jäger hier, genau, ein bisschen konsolidiert. Dann schicke ich einfach mal wieder ein paar Sachen rüber. So, dann gucken wir in den weiteren 3 Wochen nochmal, ja, soweit so gut. Was haben wir denn jetzt insgesamt hier? Achso, Mondstoff wurde verkauft, ja. 326 Aktionen, da sind aber auch Auktionen, da sind auch Handwerkswaren dabei, ne, aber... Okay, es sind immer noch eine ganze Menge dieser 14 Gold-Items natürlich. Ja, ja. Unser Wertegefüge, das Konstrukt, das muss einfach nochmal besser werden. Das muss auch besser werden und natürlich Fische, die Fische nicht vergessen hier. Für 98 Silber, ganz, ganz wichtig. So, da gehen wir doch nochmal eine Runde farmen. Vorgen Monk, wieso, was hat denn Vorgen Monk noch? Was habe ich denn hier noch im Inventar? Achso, okay. Ja, whatever. Hier haben wir auch noch Quests tatsächlich offen, ne? Ich mache jetzt eigentlich einfach die. Oder machen wir einen Stunzenranz? Machen wir nochmal ein paar Daily Heroes? Eigentlich wollte ich Daily Heroes mit euch machen, Leute. Oder machen wir Düsterbruch nochmal eine Runde? Düsterbruch kann man natürlich auch machen, ne? Düsterbruch lohnt sich auch. Oh, schwierig. Scherbenwelt. Och, Keule. Darf ich dir das Tschüss anbieten? Ich brauche jetzt hier mal so gar keinen Stalker, mein Besser. Ist nicht. Geht nicht wegen ist nicht. Doch, war richtig. Aber, warte mal. Hat nicht Exod auch Höllenfeuer-Halbinsel-Portal? Ne, es war andersrum, ne? Das habe ich jetzt verwechselt. Hier haben wir auch noch ein paar Quests, ne? Genau, Buch, welches Buch? Was kann ich für euch tun? Zeit, euch Manieren beizubringen. Jungchen! Das dazu. Braucht ihr etwas? Schönen Tag auch. Für die Allianz. Genau, auch das machen wir.
Ja, man könnte ja noch mal einfach noch mal Instanzen Run machen, Leute. Einfach, weil es geht. Aber welche? Schattenmondtal, Schwarze Tempel könnte man natürlich auch mal machen. Schergrad haben wir einige Quests. Genau, gib mir Musik. Mal heroisch, heroisch, heroisch. Da fangen wir doch noch mal wieder von vorne an, würde ich sagen. Aber kloppen erstmal die Kollegen hier um. Na los, da fangen wir doch nochmal an bei den SETEC-Hallen. So muss das. Mit Netherstoff können wir uns zuschmeißen, wirklich. Skitties Helm. Man könnte auch sagen, der wertlose Helm. Zweimal hintereinander den Gelassenheitsstreitkolben, ja, also das zu dem Thema BC-Loot. Was grüne Ankommen-Items angeht, also das ist wirklich an Unwichtigkeit, Überflüssigkeit und Irrelevanz kaum zu unterbieten. Überbieten muss es in dem Fall heißen. Und ich muss bald mal wieder zu einer Bank. Habe ich da unten eigentlich gekürschnert? Ja, habe ich. Kobra Schuppen 279 Gold? What? Das merken wir uns mal für später.
Hör mit dem Zeug. Ja gut, den haben wir schon. Nee, haben wir nicht. Hatten wir das Muster schon? Moment. Ach, den hatten wir noch gar nicht. Ja, Kirschnerei ist natürlich falsch. Blöd Kopf. Schicker purpurfarbener Hut. Achso, ne, haben wir noch nicht, tatsächlich. Ach, seht ihr, auch da brauchen wir wieder Kobraschuppen dazu. Oh, 8 Uhr Feuer. Holla, die Waldfee. Ja. Und den hier auch. Mensch, die haben. Wieso haben wir den noch nicht. Wieso haben wir den noch nicht gelistet? Was ist hier denn los? Okay. Dann wissen wir, was wir farmen müssen, wollen, können, dürfen. Urfeuer. Wir farmen Urfeuer und das Urfeuer muss halt jeweils mehr geben. Hier am Ausgang vorbeigerannt. Mehr geben. 8 Uhr Feuer sind hier, kann man ungefähr sehen. Ja, 1600, ich sag mal mehr als 2000 Gold muss man halt dann machen. Plus die Kobraschuppen, ne? Hier selbst gefarmt, damit sich das tatsächlich lohnt. So, und deswegen seht ihr dann auch, dass der Regionsverkaufspreis relativ hoch ist. So, und dadurch hat man tatsächlich eine Chance, hier die Sachen. Die Sachen zu veredeln. Bin ich jetzt eigentlich völlig falsch gerannt? Ich glaube, ich habe jetzt irgendeinen Quatsch habe ich jetzt gemacht. Ich glaube, ich bin völlig falsch gerannt. Dann machen wir jetzt das, machen wir das jetzt mal kurz so. Und das Inventar ein bisschen leer. Das graue Zeug, es ist alles weg. Alles weg hier, ja. Alles weg. Das weg. Das auch weg. Das Anima hole ich jetzt auch weg. Das nervt mir. Das hier, Omoks Kopf, auch weg. Mal der Illidari, auch weg. Falls bekannt, da kann ich mal ein bisschen hier. Ja, das auch weg. Ja, das heißt, Urfeuerfarmen ist auch nicht verkehrt, das mal einzubauen. Hüte. Hüte basteln. Insofern hat sich diese Instanz schon diese Instanz gelohnt, einfach weil es nochmal ein Rezept gab.
Das ist ja schon cool. Gute Preise hier. Das Glück sei mit euch. Genau, zwielichtiger Händler hat hier nichts für uns heute. Also, man sollte schon Bock haben, ein bisschen auf Instanzen Runs. Ich habe Lust, die zu machen, weil ich einfach jetzt die Ruffraktion hochprügeln will. So viel wie möglich. Ich kann halt irgendwann das ganze Kirschen dann umswitchen, sagen, ja, ich übergebe das nochmal einem anderen Charakter, dann habe ich einen reinen Produktionschar. Ja, wenn ich mir halt noch einen Worgen hochspiele, dann, keine Ahnung, mich halt einen Worgen Todesrett oder so, der dann Kirschen kann. Ich wollte ja Indicate spielen. Das ist auch in Ordnung für mich. Dann kombiniert man das halt. Ich würde sagen, komm mal, hier sind noch so viele Rezepte, die ich ja noch brauche. Das ist hier der Sonnenbrunnen. Alles klar, ich sehe schon, ich muss tatsächlich auch Sonnenbrunnen laufen. Zu viele Rezepte, die da drin sind. Ja, das kommt dann wohl auch auf die Agenda, Leute, ne? Muss. Muss, 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 muss. Ja, also dann doch so ein Sonnenbrunnenplateau. Achso, das ist ja Quatsch, ne? Dass ich das jetzt hier mache. Warum? Weil wir... Weil wir das hier machen können. Wen schießt ihr da jetzt eigentlich? Wieso habe ich dich da hinten nicht zu fassen gekriegt? Moment, da muss ich jetzt leider mal gucken. Es kann ja wohl eher angehen, dass da hinten jemand ausbüchst. Da hinten war doch jemand. Oder habe ich jetzt einen Sehfehler? Was? Das muss ich mir auf dem Video nochmal angucken. Hier ist doch jemand langspaziert, oder nicht? Ja, Andrea ist ja Paranoia, ja. Ja, nimm den Schnaps aus dem Kaffee. Habe ich mich etwa selbst gelinkt? Aha. Na gut, ne, dann, pff, Leute, dann heißt es hier weiter Lederfarmen. Das hilft ja alles nix. Das hilft ja alles nix. Hallo Genosse, ich hab dich da Schosse. Ja. Das heißt, ich farme Urfeuer und Leder und von mir aus auch hier Cobra-Schuppen. Bei dem Preis, den sie jetzt haben, könnte man sagen, oh, farme ich jetzt für das Auktionshaus auch so ein bisschen. Klar, einfach weil sie jetzt so teuer sind, dass sich das fast schon dann lohnt, die zu verkaufen. Dann kauft man sie wieder ein, wenn man sie braucht. Dann hat man ja nicht einen Zinsgewinn, aber einen
wirklich einen kleinen Flip. Und das, die Differenz daraus behält man als Ertrag. Ich wäre also gerne Millionär. Ja, Leute, genau, das ist genau das Achievement, was wir brauchen. Genau das. Der Kampf hat damals Laune gemacht, stehe ich noch heute zu. Hat mega genervt. Der ungenervte Mumor-Kampf war richtiger Schmutz. Aber es hat Laune gemacht. Punkt. So. Ende der Diskussion. Ja, ich weiß, bitte kein Kommentar. Ist mir auch aufgefallen. Ich mobb mich schon selbst, ja, das müsst ihr nicht übernehmen. Mann, du. Habe ich noch Bock, den Quatsch zu entzaubern überhaupt hier, die Sachen rüberzuschicken? Drei Gold, oh, was ist alles hier? Komm, ist alles Quatsch. Die behalte ich nochmal. Die sind nicht gelistet. Also ihr seht, bei den grünen Scherbenwelt-Items ist... Also 9 von 10 Ausschluss. Und wahrscheinlich ist 9 von 10 noch relativ... defensiv gerechnet. Wir sprechen wahrscheinlich eher von 9,5 von 10 oder so. Wenn wir ganz ehrlich sind. So, jetzt will ich aber noch tatsächlich die Krypta noch mitnehmen und die Mana-Gruft. Die nehmen wir jetzt noch mit hier in dieser Session. Aber die nächste farme ich tatsächlich die Kobra-Schuppen. Wir werden Urfeuer farmen. Wir halten uns hier noch ein bisschen auf, dass ich das durchskill, dann gucken wir mal, ob wir uns danach Ras irgendwie vornehmen oder doch mal Pandaria so ein bisschen nochmal. Geht noch was mit Pandaria-Crafting oder Cataclysm? Sind wir wieder beim Thema Spielzeit? Und von Schmiedekunst haben wir noch gar nicht gesprochen und Schneiderer bin ich auch noch nicht weiter, ne? Ja, das ist natürlich völliger Quatsch jetzt hier, was ich hier gemacht habe. Bin ich wieder ins Schattenlabyrinth gerannt. So. Die Krypta. Schulterstücke, so Sachen, wenn die nicht gelistet sind, wie gesagt, ne, da ist für mich vielleicht 299 Gold so ein Preis oder vielleicht auch nur 100. Bei der Preisgestaltung muss ich jetzt sowieso schon ganz anders vorgehen. Ach, natürlich ist ein Chorium hier.
glaube, der nächste DK bekommt Kirschnerei und Bergbau erstmal. Mit dem farm ich nur Ruf und dann gehe ich in die Produktionsbuch oder sowas. Oder ich nehme echt einen Worgen. Druiden können ehrlich Druiden sein? Worgen-Druiden? Ich weiß es ad hoc gerade gar nicht. Worgen können doch Druiden. Können die Druiden sein? Also warum nicht? Könnten sie, oder? Na, keine Ahnung. Bester Sound ever. Ich meine, gut, der beste Sound ever ist natürlich das Klimpern, ja, des Kassensymbols hier. Der TSM-Kasse des Kassensymbols vor allem auch, ja, macht auch total Sinn, der Satz. Ihr wisst, was ich meine. Seid mal nicht so stiesig. Wer? Wer hatte danach gefragt? Niemand. So, noch Fragen, Kienzle, Neinhauser. Und ja, das war auch schlau. Also nochmal raus. Komm, die letzte Inni schaffen wir noch. Gerade die interessanteste jetzt auch von der Loot-Tabelle. Ja, die Gruft kloppen wir nochmal durch. Und dann haben wir Stunde auch schon wieder durch, ne? Warum ist die Stunde dann schon wieder rum? Why? Brauche ich die Forschermarken? Puh, eigentlich nicht, Kristall. Ja, schmeiß mal weg den Plunder hier weg mit dem Quatsch hier. Und wieder zurück. Und wieder zurück. So, ich hoffe, dass ich jetzt in die richtige Instanz fliege. Auf 9 Uhr, die Gruft. Ja, ne? Man hat vier Tage kein WoW gespielt. Und hat schon die Orientierung verloren.
Das war ein Test. Die Mana-Gruft ist auf 12 Uhr. Ja, nicht schlecht, ne? Bisschen Offline-Zeit und schon musst du wieder neu angelernt werden. Ich meine, das ist auch schon. Das ist auch eine Leistung, finde ich, irgendwie, auf eine gewisse Weise. Komplett wie der letzte Tölpel hier durch die Gegend zu eiern. Aber ja. What? Ihr könnt mich hier nicht betäuben. Ich bin hier Big Biff. Ihr seid doch kleine Nervbolzen, ne? Ihr könnt auch mal ein Rare-Item fallen lassen, finde ich. So einfach, um diesen Ausflug in die Gruft nochmal aufzuwerten. Ach, es gibt auch noch Schließkassetten. Mensch, das ist ja... Okay, nehmen wir mit, ja? Wir freuen uns mal über ein paar Schießkassetten, Leute. Dass wir sowas noch zu sehen bekommen. Nee, also Konsortiumruf ja, aber richtig guter Loot ist schon eine Weile her und ja, über die ankommenden BOE-Items müssen wir uns eben überhaupt nicht mehr unterhalten. Krummsäbel der Nexus-Wandler, cool. Also schon cool. Der ist das. Ah, sehr gut. Hatte ich noch nicht. Mit dem Account hier. Schattenpartikel. Ja, was ist los? Was ist das? Ne, genau, Modo 1 war Polizei. Der italienische Kollege ist leider auch vor ein paar Jahren schon verstorben. Was wolltest du sagen? Wir sind leider unterbrochen worden. Zeremonieller Hammer. Ah, gut. Sturmass. Ah. Ist die Frage, ne? Sowas Instant-Vendor-Kram oder nicht?
Ach ja. Haben wir mal ein paar Sachen wieder. In the bank. Pass auf, Leute, gleich werde ich hier wieder terrorisiert. Bloß weg hier. Bloß weg. Hey, Champion, eine Botschaft für Er hat euch. mich entdeckt. Er hat mich entdeckt. Tschüss. So recht denn jetzt in die Richtung hier? Da stehen sie doch schon hier, die Arkanisten. Die Arkankristalle des Konsortiums. Schade, dass es keinen Button gibt. Hier bitte alles, was hier gebunden ist, sofort verkaufen. Genau, was mit den Sachen? Die können noch mal rein. So, das kann weg. Ja, weg. So ein bisschen Daddeldu-Kram kann auch weg. Weg, 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 weg. Jeder Tag ist ein Segen. Wieso habe ich... Na, ein paar Sachen muss ich mal verkaufen, glaube ich, ne? Aber ja, das ist... Ich packe jetzt erstmal alles weg. Alles, was hier nicht nied- und nagelfest ist. Na gut, das kann ich verkaufen. So den wertlosen Quatsch zumindest. Da muss ich mal so gucken bei ein paar Sachen. Also auch großes Gemüse hier, ne? Super großes Gemüse hier. Raptorfleisch, sowas kann auch irgendwie weg. Ja, das Sache, das räumen wir an anderer Stelle mal leer. Möge das Licht euch umarmen. Echt, das Licht? Verliert euren Glauben nicht. So, das heißt, dann wird tatsächlich die nächste Session wird eine Farm-Session. Ich meine, ich habe auch noch so ein paar Quests hier, die man ja auch mal so ja, abschließen könnte. Botanik habe ich noch hier, Tiefensumpf. Hier, das mache ich jetzt auch mal weg hier. Dalaran. Achso, das ist verlorene Post. Die Krypta, ach, da muss ich so auch noch mal nach Nagrand. Das kann ich ja mal machen, dass wir das dann abschließen. Aber ja, Leute, wie ist die Lage der Nation? 761-967. So eine Telefonnummer hatten wir früher übrigens mal, so ähnlich. Das ist witzig. Also ein paar Talerchen kam rum. Wir sind bei 60 Minuten, 204 Stunden. Das bedeutet, zack, 761-967 durch 204. 3735. Wir haben es ganz leicht erhöht, aber ihr seht, wir haben uns festgesetzt. Wir haben uns hier absolut festgesetzt und dann kommt hier schon Folge 100, Folge 160 haben wir jetzt hier auch bald am Start. 161, 162, so abspeichern. Die nächsten zwei Folgen werden mit Sicherheit ganz klare Farm-Sessions werden. Was wir da nochmal schauen können, während wir dabei sind. So, wenn ich jetzt einen Worgen erstelle, könnte Ruinen werden.
Also Worgen können Druiden werden. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich auf die Stunde, auf den Schlag jetzt hier einen Schuppenbauch habe. Nö, haben wir nicht. Haben wir nicht. Auch keine Kiste, sehe ich nicht. So, tschüss. Und wieder raus. Okay. Ich meine, das ist jetzt natürlich lustig. Dann hätte ich jetzt geschrien, wenn das chromatische Schwert jetzt nochmal gekommen wäre, Leute. Ne, ganz ehrlich, dann hätte ich gebrüllt. Ja. Das ist... mal gucken. Okay, also wir haben jetzt kurz vorm Auslaugen nochmal Schubbock mitgenommen. Pures Glück. Kann man nicht inszenieren, Leute, und Cam, ja? Das ist jetzt hier nicht inszeniert. Also von daher, schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wiederkommt. Ich freue mich über die Kommentare. Daumen helfen sehr, Kommentare helfen sehr. Und schreibt auch gerne, was jetzt gerade treibt in der WoW. Und ich sag dir, 200 Folgen auf jeden Fall, die baller ich garantiert. Und dann machen wir mal eine Bestandsaufnahme, gucken wir mal. Also 7 Marken ist brutal. Ich brauche einiges an Sales, ich muss noch mehr investieren. Ich brauche ein paar Lucky Drops, ich muss ein paar Sachen verkaufen. Ja, vielleicht muss ich die anderen Expansionen nochmal abgrasen. Vielleicht muss ich noch mehr Instanzen Runs machen, um einfach Zeug zu haben, was wir uns auch zu uns erstellen können. Freue mich auf die Folge 159 mit euch. Bis zum nächsten Mal. Und habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Das passt. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ihr Lieben. Bis dann. Tschüssi.